In diesem Podcast geht es um das Thema Depression, zurzeit ja ganz aktuell. Regina und ich werden aufzeigen, was sind die Hintergründe von Depressionen, beziehungsweise die wahren Ursachen. Und wir werden aufzeigen, dass Depressionen in dem Sinne keine Erkrankung sind. Im weiteren Verlauf geht es natürlich dann darum, wie kannst du deine Depression loswerden, wie kannst du das mittels der MET-Klopftherapie angehen, ganz konkret. Und wir geben auch Tipps, wie du speziell deinen Kindern da Unterstützung geben kannst, denn auch diese leiden zurzeit ja auch in der jetzigen Situation sehr stark unter den Maßnahmen und neigen oftmals dazu eben auch zu depressiven Verstimmungen. Also freu dich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge MET-Klopftherapie in Aktion. Live-Coachings aus Rainer Frankes Praxis. Selbsthilfe und Inspiration für dich. Rainer Franke ist Diplompsychologe, Gestalttherapeut und Begründer der MET-Klopftherapie. Er nimmt dich in seinen Sitzungen mit auf die emotionalen Reisen seiner Klienten. In unserer heutigen Zeit nehmen Depressionen in alarmierendem Maße zu. Es ist wirklich schockierend, was das für Auswirkungen hat. Und in der heutigen Sendung wollen wir einmal beleuchten, was der wahre Hintergrund von Depressionen sind. Uns wird ja immer gesagt, Depression sei eine Krankheit. Aber die heutige Situation macht klar, Depressionen haben immer was mit deinen individuellen Lebensumständen zu tun. Genau, der Auslöser war ja auch der, dass gerade ein Artikel veröffentlicht wurde, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien übervoll sind, weil immer mehr Kinder sozusagen Suizid begehen oder in Depressionen kommen. Insofern haben wir das eben auch zum Anlass genommen, dazu jetzt mal einen Podcast zu machen und mal zu zeigen, wie wir das sehen und wie wir letztlich auch in unserer Praxis mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen umgehen. Ja. Ne? Ja, okay. Vielleicht so die herkömmliche Sichtweise ist ja die, dass Depressionen zum Teil dann auch genetisch bedingt sind und natürlich dann auch durch bestimmte Lebensumstände zwar auch mal ausgelöst werden, aber in dem Wort Depression steckt ja im Prinzip das Wort oder das lateinische Wort deprimere drin. Insofern heißt es ja, hier wird irgendwas unterdrückt. Und das wäre jetzt ja im Prinzip ganz spannend, mal zu gucken, was wird denn jetzt eigentlich niedergedrückt, deprimere, ne? Man sagt ja auch, man ist deprimiert, was wird da niedergedrückt? Interessant finde ich ja die Parallele zu der wirtschaftlichen Depression. Davon spricht man ja, es gab ja diese Weltwirtschaftskrise, das war auch eine Depression. Mhm. Da stand alles still, das kam einer Lähmung gleich und das verursacht unglaublich viel Elend. Mhm. Und das haben wir eben beim Menschen auch, wenn der da die Produktion stillgelegt ist, die Produktion der eigenen Lebensenergie, der Lebensfreude, dann hat das fatale Folgen. Mhm. Naja, also ich denke, was ich auch immer wieder, auch in meinen Vorträgen immer wieder sage, dass Depressionen für mich keine Erkrankung sind, sondern letztlich eine Störung im Energiehaushalt oder im Energiefluss. Und interessant ist ja jetzt, was ist dort eigentlich gestört oder welcher Energiefluss ist da unterbrochen? Und wenn man sich jetzt mal ganz genau anguckt, also wenn ich mit Depressiven arbeite, dann stelle ich immer wieder fest, dass bei denen das Thema Ärger, Wut, Aggressivität, Zorn, das wird permanent unterdrückt. Mhm. Ja, das heißt, die sind nicht in der Lage, ihren Ärger auszudrücken. Das kann natürlich oftmals auf verschiedene Gründe haben. Also einmal kann es den Grund haben, dass du eben in der Firma nicht einfach da rumbrüllen kannst und deinen Ärger rauslassen kannst. Oder aber du bist in einer familiären Situation, wo du das vielleicht dich auch nicht traust. Also, was machen die meisten Menschen oder viele von uns? Ja, sie schlucken den Ärger runter, sie drücken ihn runter und das ist fatal, weil Ärger ist natürlich eine sehr vitale, sehr starke Energie. Und wenn ich die eben permanent unterdrücke, deprimere, also unterdrücke, niederdrücke, was passiert dann? Dann passiert das, was sie eben immer wieder erleben, derjenige richtet den Ärger gegen sich. Das hat ja, sag ich mal, primär erstmal zur Folge, das ist ja ein anderes Thema, dass du erstmal körperliche Symptome hast, dass du in deiner Lebensenergie gebremst bist. Aber Depression ist ja nochmal, sag ich mal, eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Wir haben ja mit Depressiven auch gearbeitet. Da tut sich überhaupt nichts mehr, wenn die dann auch medikamentös noch, sag ich mal, beruhigt werden.
dann ist da ja überhaupt kein Funke Leben mehr. Das ist nur noch so ein Funktionieren, überhaupt nicht Dasein, sondern ein, und man wird sehr aggressiv, wenn man mit denen arbeitet, weil überhaupt keine Resonanz da ist. Da ist keine Antwort oder keine emotionale Regung mehr zu spüren. Mhm. Ne? Ja, das ist immer auch ein Hinweis, wenn du mit Depressiven arbeitest oder zusammen bist, kriegst du selber eine gewisse Aggressivität bei dir mit. Du fängst an, ärgerlich und wütend irgendwo unterschwellig auf die zu werden. Und das ist eben auch ein Hinweis, letztlich, dass es darum auch bei dem Thema geht, ne, dass sie ihren Ärger unterdrücken und im Prinzip gegen sich richten. Also insofern sind die ja sehr erfolgreich im Ärger ausdrücken. Sie richten ihn halt nur gegen sich. Und die Steigerung dann letztlich ist ja die, was wir ja bei Depressiven auch mal haben, ein hoher Prozentsatz, von denen irgendwann begehen die Suizid und richten den Ärger sozusagen in der höchsten Form, den es gibt, gegen sich. Genau, das ist die höchste Form der Retroflexion, das heißt, die gesunden emotionalen Impulse nach außen zu tragen, die werden gegen dich gerichtet und schlussendlich gipfelt das dann im Suizid, was ja gerade in der heutigen Zeit alarmierend ist. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich die Zahlen lese. In dieser verrückten Zeit, in der wir leben, ist die Selbstmordrate bei Kindern allein um 400% gestiegen. Und im letzten Jahr, im ersten Quartal vor dem Lockdown, glaube ich, vor dem zweiten Lockdown, 400%, genau. Genau. Mhm. Lass uns noch mal gucken, was das mit der heutigen Zeit so zu tun hat oder, sag ich mal, der Aspekt, was bedeutet Aggression und im Gegensatz dazu Depression? Wozu braucht der Mensch Aggression? Ist das jetzt was Negatives? Weil wir lernen ja ganz viel, sei nicht so aggressiv. Und hat Aggression immer was mit Wut oder Ärger oder Hass zu tun? Oder ist das einfach ein gesunder Lebensimpuls? Vielleicht das nochmal so ein bisschen erörtern. Also ich sehe das ganz klar so, erstmal das Wort Aggression, aggredere, also herangehen, heißt ja erstmal nichts anderes, dass du, sag mal, eine bestimmte Situation für dich so gestaltest, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden können. Also wenn du nimm mal jetzt mal was ganz Banales, was vielleicht ein paar tausend Jahre her ist, wenn ich jetzt also nichts zu essen habe, gehe ich jagen, töte ein Tier und also bin aggressiv, gehe da ran, bereite das dann auch vor, zerschneide das meinetwegen, koche, das ist alles aggressives Herangehen. Das ist Aggression. Das ist Aggression, ne? Genau. Herangehen. Und dafür brauche ich eben auch meine Zähne, denn ich muss dann nachher auch die Nahrung zerbeißen, zerstören. Das ist auch aggressiv. Also die Zähne gehören letztlich zum Thema Aggression mit dazu. Und insofern ist Aggression lebensnotwendig, denn wenn ich nicht aggressiv bin, würde ich sterben. Ja. Ich würde dann niemals in den Apfel beißen. Ich würde niemals zu jemandem sagen, geh mal aus dem Weg. Oder ich würde mich niemals verteidigen, wenn mich jemand angreift. Insofern ist Aggression lebensnotwendig. Und erst dann, sage ich mal, wenn jemand jetzt verhindert, dass ich den Apfel bekomme und die Nahrung bekomme, dann fange ich an, ärgerlich zu werden. Und dann entsteht Ärger oder Wut oder Hass, weil jemand mir meine Bedürfnisse versagt oder verweigert. Aggression ist ja auch im positiven Sinne, dass du liebgewonnene Menschen umarmst, deine Bedürfnisse nach Nähe äußerst, dich mit Menschen verabredest, also soziale Kontakte herstellst, ist ja auch eine Form von aggredere Herangehen, Aggression. Mhm. Du sorgst dafür, dass deine sozialen Bedürfnisse erfüllt werden. Genau. So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was heutzutage gerade passiert, wir werden verdonnert, Masken zu tragen. Was hat das für Folgen? Ja, interessant, diese Symbolik, das ist mir auch jetzt die letzten anderthalb Jahre aufgefallen, diese Symbolik, die da drin ist. Du hast es ja eben erwähnt, das Thema Retroflexion, vielleicht erkläre ich das nochmal eben. Bei Retroflexion, das ist ja eine, ich sag mal, eine Unterbrechung im Kontakt aufnehmen mit der Umwelt, im Sinne von, wenn ich jetzt einen bestimmten Ärger habe, weil meine Bedürfnisse versagt werden, und ich drücke den Ärger nicht aus, dann tendieren die meisten Leute, diesen Ärger gegen sich zu richten. Ja, also der Ärgerimpuls wird unterdrückt und derjenige richtet ihn gegen sich, so wie bei der Depression ja letztlich auch.
Das muss ja vielleicht noch gar nicht Ärger sein, sondern einfach nur, dass du dafür sorgst, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Bedürfnis jetzt mal ganz konkret nach frischer Luft, Bedürfnis nach sozialen Kontakten, Bedürfnis nach Bewegung, nach Freiheit. Und wenn das unterdrückt wird, das geschieht ja derzeit sehr massiv, dann kommt der Ärger und den musst du weiter unterdrücken. Den musst du weiter unterdrücken, genau. Sein. Dafür wirst du ja getadelt. Und jetzt kommt das Symbol. Genau, und symbolisch ist es ja im Prinzip durch die Maske. Das heißt, du wirst gezwungen, einen Lappen vor die Nase und Mund zu halten und kannst deine Luft nicht voll ausatmen, sondern du atmest fast deine eigene Luft wieder ein. Das ist ja sozusagen das Symbol für Retroflexion. Das ist genial. Und das steigert natürlich noch deinen Ärger. Klar, viele rationalisieren sich das im Kopf und sagen, ja, das ist ja auch wichtig und das hilft mir ja auch. Und die glauben das ja auch, ist ja alles in Ordnung und so weiter. Und trotzdem bleibt es in der Symbolik her das Symbol für, du retroflektierst die ganze Zeit. Oder nimm das Beispiel, du wirst ausgeschlossen, weil du bestimmte Impfungen nicht hast oder weil du dieses und jenes nicht hast oder den Test und den Test nicht hast, bist du ausgeschlossen oder du wirst weggeschlossen, eingeschlossen, Lockdown, auf Deutsch heißt es ja im Prinzip weggeschlossen oder eingeschlossen, weggesperrt. Und das produziert bei uns Lebewesen, bei uns Menschen, die frei sein wollen, die frei atmen, sich frei bewegen wollen, da entstehen Ärger, Wut, Aggression. Ja? Mhm. Und diese Energie, die muss irgendwie fließen und sie fließt immer, wie das bei allen Gefühlen ist. Und wenn sich sozusagen ein paar Türen schließen und ich kann sie da nicht rauslassen, dann richte ich die Energie gegen mich. Ganz einfach. Das siehst du auch in allen Erkrankungen, wo es das Wort Auto drin vorkommt, Autoimmunerkrankung. Da richtet sich eben sozusagen die Aggressivität gegen das eigene System. Mhm. Und das ist eben das Gefährliche eben an diesen retroflektiven Verhalten. Da kennen wir ja vieles. Da gehört Kaugummi kauen dazu, Nägel beißen. Das sind alles, oder Ritzen oder Tattoos und so weiter. Das ist alles Form von retroflektivem Verhalten, wo du dir selber praktisch wehtust, dir Schaden zufügst und wo das einfach nicht gesund und normal ist. Mhm. Ja? Das gibt ja eine Zahl, dass normalerweise, tragischerweise würde ich sagen, pro Jahr sich in der Bundesrepublik 500 Kinder das Leben nehmen. Und diese Zahl ist um 400% gestiegen. Dass die Zahl so schon hoch ist mit 500 Kindern, das finde ich schon schlimm, heißt ja, dass die in einer familiären Situation allein schon leben, die dazu angelegt ist, wo es wahrscheinlich um Gewalt geht oder um, tippe ich mal, und dass eben die damit einhergehenden eigenen Wut- und Hassgefühle unterdrückt werden müssen und man nicht mehr weiter weiß, wie komme ich aus dieser Hölle, sagen wir mal, raus. Und wenn dann noch, sag ich mal, gesamtgesellschaftlich kein Puffer mehr da ist, wo ich mal so sein kann, wie ich bin, eben Kind mit meinem Spieltrip, mit meinem Bewegungsdrang, mit meiner Freude, mich mit anderen zu messen, gerade bei Jungs, mich zu wehren. Das wird ja alles unterdrückt heutzutage. Es wird ja alles abgestempelt und das darf nicht sein. Und jetzt werden die Kinder gezwungen, sie müssen Masken tragen, sie müssen Abstand halten, sie dürfen diese ganzen natürlichen Lebensimpulse nicht mehr ausleben. Und dadurch erklärt sich natürlich diese extrem hohe Selbstmordrate. Ja, eben nicht nur bei Kindern, aber denke ich, bei Erwachsenen dürfte es noch schlimmer sein. Weil da hast du natürlich das Thema, viele, viele Männer, die ihre Jobs verlieren, die ihre Existenzen verlieren, die sozusagen ihre Familien nicht mehr ernähren können, dann einfach ihren Ärger gegen die Politiker, gegen die da oben, die bestimmte Regeln erstellen, werden sie letztlich ja nicht los. Das ist ja die Tragik. Du wirst den Ärger nicht los, du weißt nicht, wo du den Ärger rauslassen sollst. Das Einzige, wo du es vielleicht nochmal rauslassen kannst, ist, indem du, in deinem Fußballclub gehst und dann da auf der Tribüne mal ein bisschen rumschreien kannst. Aber das ist leider auch nicht immer der richtige Adressat, die gegnerische Mannschaft auszuführen. Das Ventil wurde ja auch genommen. Wurde jetzt ja auch noch genommen, ganz genau. Und ich erlebe es ja auch in meiner Praxis. Ich habe immer jetzt mehr Klienten, Frauen, Männer, die letztlich darunter leiden, dass sie ihren Ärger nicht loswerden, dass sie voll von Wut und Ärger und Hass sind, dass ihre Firma kaputt gegangen ist, dass sie ihren Laden schließen mussten und sie wissen nicht, wohin mit dem Ärger. Und das ist ja im Prinzip, da ist ja dann letztlich auch die Lösung, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf zu,
die Lösung kann ja nur sein, ich nehme wieder Kontakt auf zu meinem Ärger und fange an, den Ärger auszudrücken, beziehungsweise auszuleben, beziehungsweise mit dem Klopfen dann mit der Klopftechnik aufzulösen. Hm. Ja, halten wir mal fest, bei Erwachsenen haben wir ja zwei Aspekte. Sie müssen einmal diese komischen Begrenzungsregelungen einfach hinnehmen, was ja viele tun. Das ist ja auch ein bisschen schockierend, ne? Dass die Menschen so sehr gehorchen, ja wie so eine Schafherde praktisch, und gar nicht mehr mitkriegen, was sind meine natürlichen Bedürfnisse. Das ist nochmal ein anderes Thema, dass wir das sehr früh lernen, unsere Bedürfnisse zu ignorieren und einfach Maßnahmen von außen akzeptieren, weil uns eingeflüstert wird, ach ja, mit Angst und Schrecken wird derzeit eingeflüstert, das musst du tun, und wenn nicht, dann sterben wir alle. Und dann kommt noch der Verlust des Arbeitsplatzes, eben die wirtschaftliche Not hinzu, die ja, ich denke, auch noch dramatisch ansteigen wird. Na, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Vielleicht einen Aspekt haben wir noch vergessen. Was ja auch dramatisch zugenommen hat, ist die häusliche Gewalt. Mhm. Wahrscheinlich meistens von Männern gegen die Frauen und die Kinder, beziehungsweise auch eben Mütter gegen die Kinder. Wenn du natürlich da jetzt eingesperrt bist, und wir haben es ja hier selber auch in der Nachbarschaft erlebt, wo die Kinder nicht raus durften und die ganze Zeit zu Hause sind, da liegen die Nerven natürlich blank und die Kinder kriegen natürlich diese Gewalt am meisten ab und manchmal eben die Frauen auch. Und daran siehst du eben, dass das häufig eben genau damit zu tun hat, deine Bedürfnisse können nicht befriedigt werden und daraus entsteht eben Ärger, Wut, Hass, Groll und der muss irgendwo raus. So, und die meisten lassen es leider dann eben unkontrolliert so raus. Ja, die meisten Menschen wissen ja nicht, was ihnen da gerade passiert. Viele glauben ja, das ist gut für mich, das ist gut für die anderen. Aber es gibt ja eine Instanz in uns, die sagt, nee, das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass ich Ausatemluft wieder einatme. Ich würde mich ja auch nicht, leite ja auch nicht die Auspuffgase meines Autos wieder in den Motor rein. Auf die Idee würde keiner kommen, dann geht er kaputt. Und so ist es beim Menschen ja auch. Und es ist nicht richtig, dass ich mich mit meinen Kumpels nicht mehr frei treffen kann, dass ich dafür bestraft werde oder mit Angst davor haben muss, bestraft zu werden. Und gerade für Kinder ist das gerade eine unglaublich schlimme Situation, weil die sind ja noch, guck mal, ein Kind braucht eine liebevolle, förderliche Atmosphäre, wo es sich einfach als Kind erfahren darf. So erfahren darf, boah, das ist mein Bewegungsdrang, das sind meine Talente und da werde ich von den Erwachsenen liebevoll unterstützt und jetzt werden sie brutal daran gehindert, Kind zu sein. Das hat ja, sag ich mal, wenn sie das dann überleben, fatale Folgen nachher fürs Erwachsenensein. Ich denke, hier werden die Weichen mehr Depression gestellt. Klar. Ne? Vielleicht noch ein Aspekt, weil der natürlich auch mal wieder gefragt wird, manchmal tauchen die Depressionen irgendwie so angeblich aus dem Nichts auf oder sie kommen so langsam, wird es immer schlimmer. Und oftmals hat es auch nicht immer was mit der aktuellen Lebenssituation zu tun. Das gibt es vielleicht einen kleinen Auslöser, aber was natürlich aufgrund unserer Erfahrung häufig der Fall ist, dass irgendwelche Traumatisierungen in der Vergangenheit stattgefunden haben, bedeutet, dass diese Traumatisierungen natürlich immer auch damit verbunden sind, dass derjenige bestimmte Gewalt erfahren hat und dass er seinen Ärger, seine Wut, seinen Hass niemals ausleben konnte und ihn permanent unterdrücken musste. Naja, und das bedeutet eben, dass ich, wenn ich solche Ursachen hinter den Depressionen habe, da muss ich natürlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um dann diese Traumatisierung, die damit zusammenhängenden Gefühle entsprechend aufzulösen. Ja, das ist eben das, dass du schon vorbelastet bist oder vortrainiert bist im Unterdrücken deiner Gefühle und dass jetzt noch einer obendrauf gesetzt wird und natürlich die am meisten davon betroffen sind, die schon labil sind und das gelernt haben. Das ist übrigens auch meines Erachtens eine Erklärung dafür, dass Frauen mehr unter Depressionen leiden als Männer, weil Frauen natürlich aufgrund ihrer Erziehung
viel mehr dazu, sagen wir mal, gedrängt werden, ihren Ärger zu unterdrücken. Also dann, wenn ein Junge ärgerlich ist, ist das eher, sagen wir mal, gesellschaftlich akzeptiert. Noch. Ja, noch. Aber eine Frau oder Mädchen, was sozusagen seinen Ärger rauslässt, das ist eher nicht so gesellschaftlich akzeptiert und schon gar nicht dann auch später in Beziehung, dass die Frauen deswegen eher dann dazu neigen, ihren Ärger zu unterdrücken und dann eben entsprechend so durch solche depressiven Verstimmungen oder Depressionen zu somatisieren. Also um das hier mal klarzustellen, es geht jetzt nicht darum, dass man durch die Gegend rennt und haufenweise Leute verprügelt oder Gegenstände demoliert, da seine Aggression rauslässt, sondern in unserem Kontext geht es darum, sich dieser unterdrückten Ärger, Wut, Hass-Themen bewusst zu werden und den Ärger dann aufzulösen. Exakt. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich kenne ja auch Leute, die dann sagen, ja, dann haue ich auf einen riesen Boxsack und dann lasse ich da und da meinen Ärger raus, dann löst du den Ärger nicht auf. Du machst ihn eigentlich nur noch größer. Ne? Ja, du löst ihn nicht auf, du machst im Prinzip sowas wie eine Katharsis, aber das heißt nicht, dass der Ärger grundsätzlich energetisch aufgelöst ist. Der ist vielleicht, Moment mal, ist der Dampf aus dem Deckel, aus dem Topf ein bisschen raus, aber irgendwo ist er unterschwellig, ist er halt immer noch da. Ne? Ja, ich meine, man muss da einen Aspekt berücksichtigen. Es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass sämtliche Lebensereignisse und die dazugehörigen Gefühle in unserem Körper, in den Körperzellen abgespeichert sind. So, und jetzt muss es ja darum gehen, wie komme ich denn, wie kann ich denn diese abgespeicherten Gefühle auflösen? Und das ist ja gerade, denke ich, ja, ein ganz wichtiger Hinweis, und das ist ja unsere Arbeit seit 20 Jahren, den Menschen das nahezubringen. Wie komme ich denn aus dieser Schleife unterdrückter Ärger, Depression, wie komme ich denn da raus? Genau, das ist ja im Prinzip auch immer wieder das Thema in meinen Coachings, hier gerade auch im Podcast, dass wir immer wieder an die Situation kommen, da ist ein Gefühl, taucht Gefühl auf, ein Ärger, eine Trauer, ein Schuldgefühl, was auch immer. Und das Tolle ist, dann kann ich das eben mittels der MET-Klopftechnik, kann ich eben dieses negative, belastende Gefühl auflösen. Und um nichts anderes geht es hier. Ne? Sozusagen wäre das jetzt der Weg raus aus der ganzen Retroflexion, sage ich jetzt mal, wenn ich anfange zu merken, okay, ich bin depressiv, habe eine depressive Verstimmung, wäre jetzt der Weg raus eben zu sagen, okay, wo bin ich ärgerlich, auf wen bin ich ärgerlich? Und dann eben dieses Gefühl zu beklopfen und festzustellen, dass wenn ich das beklopfe, mich auf das negative Gefühl, auf den Ärger konzentriere, dabei klopfe, stelle ich fest, irgendwann löst sich der Ärger auf und ich bin wieder in einem Zustand von Ruhe, von Frieden und Gelassenheit. Das haben wir in den letzten anderthalb Jahren vermehrt in den Seminaren und auch in der Praxis beobachtet, dass der Ärger, Wut, Hass auf die derzeitige Situation, auf diejenigen, die das verursacht haben, unglaublich groß ist. Also so viel Wucht habe ich noch nie erlebt. Das ist schon sehr alarmierend. Wenn ich mir vorstelle, die Leute unterdrücken dieses Gefühl, da kannst du ja nur noch irgendwann, wo soll die Energie dann hin? Richtig. Die muss ja irgendwo raus und muss gelöst werden. Und wenn du sie in dich hineinfrisst, dann kannst du ja nur noch diese, ja, das gegen dich richten und dann kommt es dann zu depressiven Verstimmungen, Depression oder schlussendlich Suizid. Suizid, ne? Gedanken, Suizid, genau, ja. Ja, ja, also ich denke mal, das ist so der Tipp für die Erwachsenen, sage ich jetzt mal so, im Sinne von, mach dir bewusst, wo bist du wirklich ärgerlich und wütend und auf wen bist du wütend? Und dann löst das für dich mit dem Klopfen auf. Also um Gottes Willen jetzt nicht zu der betreffenden Person gehen, oder sondern einfach nur für dich das im stillen Kämmerlein beklopfen, auflösen, bis du merkst, okay, jetzt bin ich in Ruhe und Gelassenheit. So, das, sag mal, wäre so der Hinweis für die Erwachsenen unter uns. Ich denke, eins ist noch ganz wichtig, dass man sich immer mehr bewusst wird, und das sieht man ja heute. Es gehen immer mehr Menschen auf die Straßen und wehren sich gegen unsinnige Verordnung, unsinnige lebensfeindliche Maßnahmen. Und das ist schon mal gut, dass deine Lebensenergie wieder die Führung übernimmt und du anfängst, gut für dich zu sorgen. Also ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und parallel dazu ist natürlich wichtig, dass man seinen Energiehaushalt reinigt, betreut, ja, klärt. Darum geht es ja. Ja, du kannst sicher sein, dass die Menschen, die da auf die Straße gehen und so aktiv sind, dass die mit Sicherheit nicht unter Depressionen leiden, weil die aktiv
was tun, was machen, also sich nicht zu Hause einschließen und sozusagen in die Depression verfallen, sondern sie machen aktiv irgendwas. Sie gehen heran, sie machen, tun was und das trägt letztlich dann zur psychischen Gesundheit bei. Gut, das können Kinder eben nicht machen. Das ist das eben das Problem bei Kindern. Wenn du Kinder hast, eben, da müssen wir mal gucken, wie können die Eltern ihre Kinder jetzt unterstützen? Ich denke, erster Schritt ist, dass die Eltern die Haltung haben oder die Haltung haben sollten, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, ihren Ärger irgendwie auch rauslassen zu können, dass es okay ist, dass das sein darf und sein soll, dass sie die geradezu auffordern, ey, wie ist es dir in der Schule ergangen? Ne? Wie fühlst du dich damit, dass du eine Maske trägst? Wie geht es dir damit, dass du ständig diesen Abstand zu deinen Freunden haben musst? Also die Kinder zu unterstützen, dass sie mehr in Kontakt mit dem Ärger kommen und dass die den Hinweis bekommen, ja, es ist okay, dass du ärgerlich und wütend bist, aber dann lass es raus. Mit denen vielleicht auch wirklich auch so Übungen machen, Ärgerübungen auf dem Kissen schlagen oder ihnen auch das Klopfen zeigen, sagen, okay, wenn du ärgerlich bist, dann fang an zu klopfen. Naja, oder noch ein Schritt davor. Ich meine, dass das oberste Gebot für Eltern ist immer, ihre Kinder zu schützen. Jede Löwenmutter tut alles dafür, um das Leben ihres Kindes oder ihrer Kinder zu schützen. Da greift sie auch an. Und ich denke, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, zu gucken, wie kann ich meine Kinder schützen, dass sie gar nicht erst diesem Irrsinn ausgeliefert werden. Naja, manchmal geht es halt eben nicht anders. Über diese Situation reden wir jetzt, wo es eben nicht anders geht, dass sie, was weiß ich, in der Schule bestimmte Regeln einhalten müssen und ne, dass ihre Freunde nicht sehen können, dass sie nicht raus dürfen und so weiter. Da kannst du ja im Prinzip die Kinder nicht kannst ja nichts machen, außer denen deutlich zu machen, ey, wir leben hier momentan in sehr schwierigen Zeiten und das hat eine Belastung für mich als deine Mama oder Papa, aber es belastet dich natürlich genauso und ist wichtig, dass wir alle mitkriegen, dass da ein Ärger ist und dass wir den auflösen müssen und jeden Tag, wir sagen ja immer dazu, Psychohygiene betreiben, nicht nur Zähne putzen, sondern eben auch Gefühlshygiene und zu gucken, okay, wo hast du belastende Gefühle aus der Schule mitgebracht und jeden Tag zu gucken, wo ist noch ein Ärger, ein Rest auf die Lehrerin, weil sie, was weiß ich, dieses und jenes gemacht oder gesagt hat oder weil ich da und dazu gezwungen worden bin. Also alles, was letztlich immer in Einschränkung geht, Freiheitsbegrenzung, Einschränkung, produziert bei dem betroffenen Kind oder Erwachsenen Ärgergefühle. Mhm. Und die müssen aufgelöst werden. Sonst landest du früher oder später zwangsläufig in irgendeiner Depression. Da kannst du die Uhr noch stellen. Ja, ich denke, damit haben wir das gut umrissen, worum es geht. Dass es wirklich darum geht, die gesunde Lebensenergie, dieses gesunde für dich Sorgen wieder zu befreien aus der Fessel der Unterdrückung, der Retroflexion. Mhm. Und mit MET haben wir dann natürlich ein hervorragendes Mittel und mit unserer Lifestyle-Community natürlich auch eine Gemeinschaft, die diese Befreiung unterstützt. Genau, wer da also mehr Unterstützung auch haben will in dem Bereich, wie unterstütze ich meine Kinder, der kann auch in die medlifestyle.de kommen oder in unsere Facebook-Gruppe medlifestyle, wo es eben darum geht, genau dir Tipps zu geben, wie kannst du bestimmte Sachen beklopfen und wie kannst du deinen Kindern Unterstützung geben. Da haben wir auch entsprechend Kurse entwickelt, wie gehst du bei Kindern vor oder wie beklopfst du deine eigenen Ärger, Wut, Hass-Themen. Also wer da Unterstützung braucht, der kann sich da einfach gerne anschließen. Ja, mach dir einfach klar, Depression ist einfach stagnierte Lebensenergie und die zu befreien, das ist unsere Aufgabe. Genau, insofern viel Erfolg beim Auflösen deiner Wut, Ärger, Hass-Themen. Du wirst merken, das führt dazu, dass du dich wirklich dann auch richtig wieder gut, glücklich, zufrieden fühlst. Denn durchs Klopfen werden Glückshormone freigesetzt. Genau. In diesem Sinne, klopf dich frei. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du die Show abonnierst, um nicht die nächsten Folgen zu verpassen. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn du diese Folge positiv bewertest, denn damit hilfst du mir und anderen, dass mein Podcast besser gefunden wird und mehr Menschen von der MET-Klopftherapie erfahren. Du möchtest die MET-Klopftechnik für dich zur Selbstanwendung erlernen? Melde dich jetzt zu einem unserer Online-Seminare an.
oder du möchtest die MET-Klopftherapie professionell erlernen, dann komm in unsere einjährige Online-Ausbildung. Mehr Informationen findest du auf unserer Homepage franke-akademie.de.